Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei der Pokémon Weißen Edition. Wir haben in der letzten Folge uns den letzten Orden geholt, den 8. von Lilia, und nun geht es auf zur Route 10. Hey Trainer, hast du kurz Zeit? Ich habe es über den Visokaster gehört, auf Route 7 tobt ein schlimmes Unwetter und es soll kein natürliches Schauspiel sein, irgendwie unheimlich, was? Die Siegestraße steht zwischen dir und der Pokémon Liga. Willst du sie hinter dir lassen, musst du stärker denn je sein. Vor der Pokémon-Liga zittern sie alle. Die Frage ist jedoch, ob vor Angst oder in freudiger Erwartung. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Oh, toll. Natürlich, ein Pokémon. Beim ersten Schritt. Ein Bisofang. Gut, ja, besitzen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil die Pokémon jetzt sind ja eigentlich schon ein bisschen stärker. Wir besitzen die Magie der Flottbälle. Die bei Bisofang nicht funktioniert. Gut, dann hat sich das mit diesem Vieh auch erledigt. Dann will ich es gar nicht haben. Gut. Oh, ein Hutsasa. Ah ne, das ist nur ein Tampion. Okay. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich fangen lassen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so widerspenstig wie das Bisofang. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil... Nein, eigentlich nicht gerne, aber ich lasse mich davon überzeugen. Gerne ist aber was anderes. Ja, dachte ich mir doch. So. Tampion, Pilz, Typ, Pflanze, Gift. 0,2 Meter groß, 1 Kilogramm schwer. Es ähnelt einem Pokéball. Versucht man es zu fangen, widersetzt es sich, indem es Giftsporen versprüht. Ich habe jetzt gerade relativ wenig Giftsporen abgekriegt, aber... Putsch. Wobei, die Frage ist ja, es ist ein Tarnpion, ne? Ein Tarnpion, Champion, ja? Ich glaube, aber das versteht ihr, aber seit wann haben Champions Giftsporen? Sie haben Pilzsporen, ja, mit denen sie sich verbreiten, aber die sind ja nicht giftig. Da kannst du höchstens Staublunge davon kriegen, wenn du die einatmest. Oder liege ich da falsch? So, noch ein Tampion. Dieses ist männlich, aber es ist mir ehrlich gesagt auch komplett egal, wenn ich ehrlich bin, was dieses Vieh so kann. Oh, ernsthaft? Oh, ich... Man muss echt für die kleinsten Grasfetzen Schutz einsetzen. Es ist fürchterlich. Oder ich müsste einfach runter vom Fahrrad gehen. Es können ja nicht so viele Pokémon erscheinen, nur weil ich im Fahrrad bin. Weg damit. Ein Hyperheiler. Toll. So. Oh, der Lebensweg eines Pokémon-Trainers ist ein endloser Lehrpfad. Hm, gut, wenn du meinst. Chiara, Irokex. Oh, ein Irokex schon. Respekt. So, einmal Siedewasser. Ja, Volltreffer und Geschichte. Exeldicke 48. Linfu. Für Weeshoo hätte ich jetzt gewechselt, aber Linfu können wir auch noch gut wegklatschen. Sehr gut. Aber dieser Kampf ist alles andere als endlos. Okay, 48 auch noch nicht. Schade. Wahrscheinlich 50 entwickelt sich unser Freund Exeldika. Was ist denn das jetzt? Da jetzt. Mann, Mann, Mann. Kommt denn nicht gleich Shiren angetackelt? Ah, wahrscheinlich da vorne. Naja, ich kämpfe erstmal gegen ihn. Ich musste mich mit meinen Pokémon schon in vielen Kämpfen beweisen, aber dass ich verliere, das ist einfach undenkbar. So, Liam, Scharfax. Oh, dann keins mehr gesehen. Wir haben da was, was dich überzeugen wird, diese Scharfax nicht mehr gegen einen Admurai zu benutzen. Zumindest nicht mehr gegen unseres.
Und ich bin echt erstaunt. Jeder Blizzard, den wir bisher eingesetzt haben, hat getroffen. Wow. Zaplarek? Ne, Zaplalek. Slash. Hätte vielleicht den Hauptdirektor einsetzen sollen, aber das war mir zu gefährlich. Wir machen hier Steinhagel. Na, dann müsste das auch gut sein. Oder zumindest zur Hälfte gut. Ja, weil mit Eropterix wäre das noch eine Step-Attacke gewesen. Aber Slash hat mehr Angriff. Ich weiß nicht. Er hätte wahrscheinlich genauso aussehen können. Und dann hätte Eropterix am Ende noch auf den Arsch gekriegt. Weil es im Typ-Nachteil ist. Hydra-Gil. Hydra-Gil? Nö, sorry. Da nehme ich jetzt wirklich Pieps. Hydra-Gil ist nämlich wirklich kein schlechtes Pokémon. Die Entwicklung von Schnuthelm. Geht auch Lauro und der ist nicht lustig drauf. Das ist vor allem scheiße schnell. So, weg damit. Du hast wohl schon ein paar erbitterte Kämpfe mehr hinter dir als ich. Ja, doch. Kann man so sagen. Hallöle. Werte Veteranfreundin. Ich bin der beste Trainer in dieser Gegend. Kannst du es mit mir aufnehmen? Ich glaube schon. Clara Maracamba. Huch. Ah, ja, okay, das war Toxin. Das war jetzt das erste Mal, dass es nicht getroffen hat und ausgerechnet bei Maracamba. Komm, mach's weg. Geht doch. Ätzendes Vieh. Einmal geschockt, immer geschockt. Ist halt so. Da Gift, ja, wir müssen wechseln. Frigometri. Das macht E-Slash, der kennt sich damit aus. Na, eigentlich nicht. In der Arena haben wir Pieps benutzt. Naja, egal. Er kriegt das trotzdem hin. Wie man sehen kann. So, Mamolida. Okay. Exeldiga. Unser eigentlich stärkstes Pokémon, aber wie gesagt, ist noch nicht in der letzten Entwicklung, von daher noch nicht ganz so gut. Setzt jetzt echt Taucher ein. Na gut, mach halt. Ah, war mir klar. Und da kommt wieder Taucher. Es ist ein bisschen ermüdend. Warum ist das Vieh denn so schnell? Andere Frage, warum ist unser Vieh denn so langsam? Ja, Volltreffer. Nee, doch nicht. Wow. Wow. Du hast mehr Talent und Gespür, als gesund für dich ist. Nein, das glaube ich nicht. Ja, da kommt er. Jochen, halt! Lysander und Professor Escher haben mir gesagt, dass du auf dem Weg zur Pokémon-Liga bist. Ist das wahr? Jo. Also, was Lauro betrifft, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Er ist schließlich nicht umsonst der Champ. Im schlimmsten Fall wirst du jedoch gegen N, den Boss von Team Plasma, kämpfen müssen. Ich vergewissere mich daher besser mal, wie stark du momentan wirklich bist. Boah, ich habe diesen Kampf gegen Sherin gehasst. Wirklich. Als ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich nämlich... Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung warum, aber den sind sehr royal. Das hat mich sowas von fertig gemacht. Ich brauchte 5 Anläufe oder sowas. Ich weiß echt nicht, was da passiert ist. Na, nicht Schlitzer. Oh, na gut. E-Scanner. Ich hätte Captain Iglo heilen sollen, glaube ich. Aber zumindest ist das Toxin jetzt zu normalem Gift geworden. Das ist ein kleiner Trost für mich. Ernsthaft. Jetzt macht er wieder Scanner. Nee, doch nicht. Jetzt kommt der Klingsturm an. Na gut, Exeldiga. Mach du halt.
Ja, gut, Verhöhner ist jetzt, wow. Ist echt krasse Attacke. So, das wäre weg. Sehr royal. Nee, dieses Mal habe ich was dagegen. Le Pieps. Das ist ein französischer Vogel. Deswegen Le Pieps. Du machst einrollen. Herzlichen Glückwunsch. Wirst du sehen, was du davon hast. Nämlich nicht viel. Oh, er hat das überlebt? Ernsthaft? Wow. Alles, was ich hier auf meiner Reise gelernt habe, bekommst du jetzt zu spüren. Wow. Ganz ehrlich. Wow. Jetzt weiß ich, warum das so große Probleme gemacht hat. So, ich nehme jetzt, Lauch. Und dann belebe ich wieder... dann belebe ich unseren Pieps wieder. So. Ja, Top-Beleber. So, Pieps braucht Top-Beleber. Vielleicht gehen wir auch nochmal nach Maria, um uns ein wenig Vitalkraut zu kaufen. So, Pieps, bitteschön. Kann die Drachen-Pokémon mit einer Akrobatik umklatschen, aber hapert hier beim Serpiroyal, obwohl es eine sehr effektive Attacke ist. Das ist interessant. Na gut, weg ist weg. Kehrtwende. Nee. Die Käferattacke brauchst du nicht. Säurespeier, ist das gut? Eher nicht, gut. Dann hätten wir das auch geklärt. So, der Cheetah. Exeldika. Ein ausgewogener Kampf ist immer gut. Ah, Dönerblitz. Also, es ist wirklich nur sehr langsam. Gut, dass wir das geklärt hätten. Ernsthaft? Wirklich? Muss der Mist jetzt sein? Du kannst es doch jetzt nicht so große Probleme bereiten, Shireen. Mann. Wow. Gute Attacke. Toll. Hättest du das nicht... Hättest du das nicht auf Exeldika machen können? Naja, gut. Captain Iglo bekommt auch noch eins. Sicher. Falls wir dann nochmal wiederbeleben müssen. Da kommt Siedewasser an. Der überlebt das sogar noch. Na gut, er brennt. Er überlebt das nicht, aber trotzdem. Exeldika wird davon einfach umgeklatscht. So, jetzt aber. Jetzt überlebst du jetzt. Jetzt hast du ein paar mehr KP. Ich fühle mich dezent verarscht. Ganz, ganz leicht. Warum ist das denn so schnell? Warum brennen wir? Nee. Der will mich doch verarschen. So, jetzt aber. So große Probleme mit dem simplen Wasser-Pokémon haben. Aber jetzt macht Silberblick, willst du mich verarschen? Dann muss ich das zweimal wiederbeleben und jetzt mit vollen KP, nur damit du dann Silberblick machst. Das Spiel hasst mich. Wirklich. Das ist das letzte Mal. Ah ja, Kleopatra. Slash. Los, das zerfetzt du. Dauert viel zu lange. Das sind nur 4 Pokémon. Meine Fresse. Ich und mein letztes Pokémon werden unsere allerletzten Kräfte mobilisieren. Deine allerletzten Kräfte hast du gerade verloren. Dein Kleopatra kann nichts mehr.
Mann, ey. Hier ja gerade die letzten drei Arena-Leiter, jeder ist Pokémon eine Attacke. Fast, Siberio hat, glaube ich, zwei ausgehalten. Danke, du hast mich wirklich beeindruckt. Idiot. Was? Hut ab, du hast echt drauf, das meine ich ganz ehrlich. Lass mich doch mal schnell dafür sorgen, dass dein Pokémon-Team wieder fit ist. Dankeschön, wenigstens das. Ich befürchte, ich kann dir momentan leider nicht das Wasser reichen. Du bist zu stark für mich, Jochen. So kann ich dir im Kampf gegen einen jedenfalls kaum behilflich sein. Jochen, ich kann dir zwar nicht großartig behilflich sein, aber zumindest habe ich hier eine Kleinigkeit für dich. Bitteschön, ein Top-Beleber. Dankeschön, dafür habe ich zwei gerade gebraucht. Aber es ist schon witzig zu sehen, wie jeder seinen eigenen Weg geht. Witzig? Wie kannst du nur ausgerechnet sowas jetzt sagen? Ganz einfach, Shirin. Manchmal muss man das Leben eben von der heiteren Seite betrachten. Es bringt auch nichts, immer nur mit ernster Miene herumzulaufen. Seit unserer Begegnung mit den Pokémon haben wir weite Strecken gemeinsam zurückgelegt und dann auch viele unterschiedliche Dinge erlebt. Dinge, die uns ziemlich geprägt, aber auch verändert haben. Dementsprechend hat jeder von uns andere Wünsche und jedem von uns stehen andere Möglichkeiten offen, nicht wahr? Ich habe auf dieser Reise jedenfalls wieder zugelernt, also ich bin glücklich und zufrieden. Da ist was dran. Und klar, jeder von uns hat seine eigenen Talente. Jeder sollte wohl das tun, was er am besten kann. Jeder Mensch hat andere Ideale und ein anderes Weltbild. Aber dennoch ist ja wohl ganz normal, dass man sich gegenseitig hilft, wenn es darauf ankommt. Deshalb bin ich auch zum Schluss gekommen, dass Menschen und Pokémon immer Seite an Seite leben sollten. Jochen, falls Lauro oder dir einmal irgendetwas passieren sollte, dann möchte ich auf jeden Fall in der Lage sein zu helfen. Dafür trainiere ich und ich möchte stark werden. Macht mir so lange also keine Dummheiten, hörst du? Und weg ist er. Jochen, ich möchte auch meinen Teil beitragen, also ich, wenn einem in solchen Moment irgendwelche schlauen, denkwürdigen Worte einfallen würden, mal sehen, gib mir einfach alle unser Bestes, ja, tschüss! Fahrrad, Itemradar. Kann das jemand schneller gehen? Plop, 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 plop. So. Mann. Ah, toll. Hutzasa, ja. Genau das Pokémon. So, flüchtigen. Kein Bock auf die Viecher. Noch ein Hutzasa. Natürlich noch ein Hutzasa. Sehr schönes Pokémon. Wahnsinnig toll. Kommt das Vieh. Diese Knollenblätterpilz. Gut, wir nehmen mal Pieps nach vorne. Wenn theoretisch Slash mal wieder trainiert gehört würde. So. So. Kollege. Oh, ich bin auf dem Weg zur Siegestunde. Also mein Hobby ist es, andere Trainer die Knie zu zwingen. Ja, ich glaube, das wirst du nicht unbedingt schaffen. Wir sind dezent im Typenvorteil, auch wenn das gerade bei dem Serper Royal auch keine Rolle gespielt hat. Aber das müssen wir ja niemandem verraten. Das hat mich echt überrascht, dass das überlebt hat. Wow. Das ist echt ganz schön reingehauen. So, ciao, Kollege. Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Ha, ein Hypertrank. Und ein wunderschöner blauer Strich über uns. Und ein Funkelstein. Oh, ein Funkelstein. Galagladi, ich weiß nicht, was man da sonst noch mitkriegt. Die Siegestraße. Lass mich prüfen, ob ich die Befähigung habe, weiter aufzusteigen. Wieland, Strepoli? Ah, okay. Kampf-Pokémon sehe ich gerne bei Wanderern. Zumindest in der Edition hier. Seit dieser Edition hier. Davor war es eher so, okay, Kampf-Pokémon kriege ich halt weg mit meinem Wasser, aber davor war Gestein eindeutig lieber. Sedimantur. Natürlich Sedimantur, was auch sonst. Warum aber die Viecher mit Robustheit? Die regen mich so auf. Aber noch schlimmer war gerade das so der Cheetah und das Serpi Royal. Die haben mich wirklich aufgeregt. Das war nicht schön. Robustheit? Brand? Ja. Und ciao.
Das ist für mich wohl noch ein wenig zu früh. Ich bin beeindruckt, dass du es bisher geschafft hast. Da muss ich wirklich Respekt zollen. Hier, das ist für dich. Ein Finsterstein. Kramchef. Dies ist ein Finsterstein. Dabei handelt es sich um ein Item, mit dem man ganz bestimmte Pokémon entwickeln kann. Ich habe einen solchen Stein auf einem Lichtler angewendet, das ich beim Turm des Himmels gefangen habe. Stimmt gar nicht. Doch, vielleicht hast du es, aber dann hat das nicht viel gebracht. Denn du musst es auf Latanecto anwenden. So, Bürde haben wir auch. Und, tja, ich würde sagen, holen wir uns hier das mit dem Pokéball ab. Und diese beiden Trainer, die dort oben sind, die werden wir dann wohl in der nächsten Folge... ja, anhusten. Naja, jedenfalls, bis zum nächsten Mal. Ciao.